Ein Nudelgratin ist für groß und klein was. Und wie das alles funktioniert und wie ihr ihn so weit kriegt, dass ihr ihn hier in den Ofen reinschieben könnt, das zeige ich euch in dem Video. Bleibt dran! Hi ihr jungen Köttinge, ich bin Christian, ich mache mit euch heute den Kochcast und ihr habt in der Anmoderation schon gesehen, warum ich hier vielleicht stehe. Denn wir machen heute ein Nudelschinkengratin. Ich erkläre euch das Schritt für Schritt. Es wird ein klein bisschen kompliziert, aber als allerersten Schritt werden wir den Ofen vorheizen. Deshalb stehe ich auch hier. Und zwar werden wir das Ganze auf 180 Grad Umluft heizen. Denn wenn wir jetzt nämlich in die Zutaten gehen und dann anfangen zu kochen, kann der Ofen schon mal vorheizen. Also, lasst uns anfangen. Die Zutaten. Die wichtigste Zutat, die ihr hier nicht seht, sind die Nudeln, richtig. Ich habe mich hier für gekochte Nudeln entschieden. Hat den Vorteil, dass sie nachher im Gratin alle weich sind, weil sie ja schon vorgegart sind. Und zum anderen hat es den Vorteil, dass sie schon mal ordentlich Salz gesehen haben. Das heißt, die Nudeln haben Geschmack. Mit Rohnudeln könntet ihr das auch machen. Aber ich empfehle euch, die Nudeln vorzukochen. Am besten immer so, wie es auf der Packungsanleitung steht. Vielleicht ein Minütchen weniger, dann sind sie al dente und werden nachher nicht so matschig im Auflauf. Gut, aber genug zu den Nudeln. Weiter zu den anderen Freunden, die Nudeln jetzt kriegen, nämlich den Kochschinken, Zwiebelwürfel, dann habe ich hier eine Mischung aus Emmentaler und Mozzarella-Käse, nachher zum Gratinieren. Zwei Eier werden wir brauchen, dann etwas Petersilie, ohne Kraut geht es halt nicht, etwas Muskatnuss, die werden wir nachher noch reiben, Salz, Pfeffer, dann etwas für die Hüfte, Sahne und ich werde noch an den ganzen etwas Parmesan mit reinmachen, damit die Soße noch so einen würzigen Geschmack kriegt. Ja, und dafür gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, wie man die Soße machen kann. Einmal alles kalt zusammenrühren und über den Auflauf kippen, aber das wäre für uns zu langweilig. Deshalb gehe ich mit euch an den Herd und werde die Soße schon mal warm zubereiten. Und ich erkläre euch auch gleich die Vorteile davon. Schweres Deutsch heute wieder. Aber dann sage ich, nicht lange schnacken und wir gehen rüber zum Herd. Am Herd angekommen, seht ihr, ich habe auch die Zutaten schon umgebaut, die wir jetzt für die Soße brauchen. Vorteil ist jetzt, wenn wir das warm machen, dass die Sachen sich in der warmen Soße besser auflösen und man einen besseren Geschmack erzielt, als wenn man das Ganze zusammen kalt anrührt. Die Zutaten, die wir später brauchen, habe ich auf dem anderen Brett gelassen. Einziger Nachteil sei halt gesagt, wir müssen die Soße einmal ganz kurz runterkühlen lassen, weil wir mit Ei arbeiten. Und wenn die Soße über 70 Grad ist oder die Flüssigkeit über 70 Grad ist, kann es passieren, dass euch das Ei da drin stockt und dann habt ihr Rührei in der Soße. Und das wollen wir nicht. Wir wollen das Ei nachher zur Bindung haben. Ihr könntet auch mit Stärke arbeiten. Aber wir machen das halt aus Geschmacksgründen mal mit Hühnerei. So, was ich bei den Zutaten vergessen habe, aber was wir brauchen, um die ganze Geschichte ein bisschen anzubraten, ist geschmacksneutrales Pflanzenöl. Und davon geben wir einfach ein bisschen hier in den Topf. Und schwitzen als allererstes schon mal die Zwiebelwürfel an. Hat auch den Vorteil, wenn ihr die Zwiebelwürfel nämlich anschwitzt, dass ihr nachher definitiv auch keine rohen Zwiebeln im Auflauf habt. Das heißt, wer den Geschmack von rohen Zwiebeln nicht mag, ist somit hier schon auf der ganz sicheren Seite. So, dann geben wir schon mal ein bisschen Salz, Pfeffer mit zu. Salz, Pfeffer habe ich hier schon gemischt. Ihr könnt es auch getrennt machen. Mal ruhig eine ordentliche Portion sein. Ihr könntet jetzt auch natürlich wieder ein bisschen Bacon mit anbraten für den Geschmack. Verzichten wir heute drauf. Hatten wir bei den zwei schnellen Pastasoßen. Und von daher haben wir schon mal gesehen, haben wir schon mal gemacht, machen wir heute anders. Und falls ihr das noch nicht gesehen habt, Daniel hat euch auch schon mal einen schönen Auflauf gemacht, Mac and Cheese. Da gibt es die ganze Geschichte ein bisschen anders und ohne Schinken. Also wer es dann halt vegetarisch mag, der kann sich gerne, wir verlinken das mal hier rechts oben das Video, sich die ganze Geschichte gerne angucken. So, Zwiebeln sind schon ein bisschen ausgelassen, jetzt geben wir den Kochschinken dazu. Mengenangaben findet ihr natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung, an die ihr euch so orientieren könnt. Ihr müsst euch nicht straff dran halten. Wie gesagt, sind halt nur Vorschläge, um eure Kreativität anzuregen. So, während das Ganze jetzt hier so ein bisschen vor sich hin brutzelt, treibe ich schon mal ein bisschen Muskatnuss rein. Oder werft die ganze Nuss rein. Könnte aber ein bisschen wehtun, wenn man drauf beißt. Deshalb nochmal rausgefischt und nochmal ein bisschen gerieben.
So. Jetzt sind die Zwiebeln auch schon so ein bisschen glasig. Ich hoffe, man kann es einigermaßen sehen. Der Schinken braucht jetzt gar nicht so viel Farbe kriegen. Den lassen wir einfach nur ein bisschen mit anschwitzen, damit wir das Salz aus dem Kochschinken auch gleich in der Soße haben. Und jetzt machen wir nichts weiter. Nichts mit SCH geschrieben, als die Sahne mit zuzugeben. Und das Ganze alles aufzufüllen. So, und jetzt geben wir nochmal Power. Und während das anfängt hier zu kochen, organisieren wir uns schon mal einen Löffel. So. Und lassen das einmal frei aufkochen. Können ja schon mal einmal vorkosten. Und da merke ich, da kann noch ein bisschen Salz rein. Für die zweite Kostrunde nehmen wir uns mal einen neuen Löffel. Machen noch ein bisschen Salz, Pfeffer rein. Und wie gesagt, beim Aufkochen, da lösen sich die Zutaten besser und man kriegt einen besseren Geschmack hin. Das ist halt auch mit den Nudeln so. Wenn ihr jetzt alles, ihr könntet auch alles kalt anrühren, über rohe Nudeln geben, müsstet allerdings mehr Flüssigkeit nehmen, dann ist es halt ein Glücksspiel, wie der Geschmack nachher ist. Und so hat man halt die Chance oder die Kontrolle drüber, jede einzelne Komponente so abzuschmecken, wie es einem gefällt. Und das ergibt dann nachher ein wunderschönes Gesamtkunstwerk. So, jetzt wo das kocht, geben wir noch ein bisschen was von dem geriebenen Parmesan mit zu. Muss auch wirklich nur einmal aufkochen. Salz und Pfeffer sollte sich dann gelöst haben. Ihr seht, der kocht wie wilde. Dann schmecken wir es noch einmal ganz kurz ab. Ja, Salz ist ordentlich dran. Man schmeckt gleich den Parmesan raus. Und wir warten jetzt einfach, wie ich es schon gesagt habe, der Nachteil mit dem Ei, wir müssen es ganz kurz abkühlen lassen. Das heißt, wir sehen uns gleich wieder zum nächsten Schritt. Ihr seht, das ganze Kamerabild hat sich jetzt ein bisschen verändert. Ich habe jetzt die Soße abkühlen lassen und habe in der Zwischenzeit schon mal die beiden Eier aufgeschlagen und habe mir die ganzen anderen Zutaten, die vorher noch auf dem Brett standen, hier rüber geholt und mache mit euch jetzt das Ganze so weit fertig, dass es ab in den Ofen kann. Und zwar, wir brauchen jetzt nichts weiter bei der Soße. Wie gesagt, unter 70, 60 Grad sollte sie sein, damit euch das Ei nicht stockt. Ich habe ein Thermometer zu Hause bei euch. Ja, dass es handwarm ist, vielleicht mit einem kleinen Finger. Problem ist dabei, dass jeder ein unterschiedliches Hitzeempfinden hat. Deshalb ist es immer schwierig so zu sagen, aber ich sag mal so, bereitet die Soße vielleicht als allererstes vor, kocht die Nudeln in Ruhe ab nebenbei, holt euch den ganzen anderen Kram zusammen oder die anderen Zutaten, um das mal vornehm zu sagen. Und dann sollte die Soße so weit runtergekühlt sein, dass ihr problemlos das Ei einfach ganz vorsichtig erstmal reinlaufen lassen könnt. Und dann einfach verrühren könnt, ohne dass es anfängt zu stocken und ihr Rührei in Sahne habt. So. Ah, man sieht, dass es eine wunderschöne Masse ist. Jetzt machen wir noch ein bisschen Kräuter dazu. In meinem Fall ist es Blattpetersilie. Oh, stellen wir auch mal beiseite, rühren das mit runter. Und jetzt kommen wir nämlich zum spannenden Teil. Ich habe festgestellt, dass meine Auflaufform etwas klein ist, aber ich denke, wir kriegen es hin. Wenn nicht, ihr wisst ja zu Hause, was ihr für Auflaufform habt. Oder nehmt euch eine große Schüssel, macht das alles da rein und kippt es dann in die Auflaufform. Damit es nicht eine Riesensauerei wird. Und ich denke, ich werde das genauso machen. Ich habe mir jetzt eben diese Schüssel mal schnell bereitgestellt. Und da lässt sich das nämlich ganz einfach hier alles erstmal reinmachen. So. Dann lässt sich das auch besser als in so einer flachen Form alles vermengen, weil sonst haben wir das Problem, dass nachher der Schinken nur noch oben ist und nicht richtig mangte Nudeln. Das ist jetzt so ein bisschen wie Nudelsalat kochen. Wenn die Soße noch so ein bisschen warm ist, hat es natürlich auch den Vorteil und die Nudeln vorgekocht sind, dass es nicht ganz so lange im Ofen braucht. Das ist natürlich auch noch ein Vorteil. Wie gesagt, Nachteil ist natürlich, der Arbeitsaufwand ist ein bisschen größer, aber geschmacklich lohnt sich das auf alle Fälle. Und ich kann auch sagen, ich habe gelesen, Gratin, so wie wir es machen, ist es ein Gratin, weil es alles vorgegart ist und nur noch im Ofen überbacken wird. Und ein Auflauf wäre das in dem Falle, wenn alles roh zusammenkommt und dann im Ofen gegart wird. Ob die Sache jetzt allerdings so hundertprozentig stimmt, kann ich nicht sagen. Aber ich finde, das ist eine super Erklärung und deshalb glaube ich einfach mal daran. So, dann machen wir noch weiter jetzt als den Auflauf hier rein.
Oh ja. Oh, er passt. Er passt, weil sonst haben wir mal Daniel seine Auflaufform, aber dadurch, dass wir nicht zusammenkommen, musste ich mal meine eigene nehmen. Ja, passt super. So. Und dann machen wir jetzt auch nichts weiter noch. Als das Wichtigste, den Käse gleich drauf. Ofen hat seine Temperatur schon in der Zwischenzeit erreicht. Und das heißt jetzt für mich eigentlich nichts weiter. Käse drauf. Und dann geht das Ganze. Ich hoffe, man hat es gehört. Der Ofen ist heiß. In den Ofen. Ich schätze mal so für 20, 25 Minuten. Und wenn die ganze Geschichte fertig ist, sind wir auch gleich wieder da. Die 25 Minuten sind um und der gute Auflauf ist fertig. Er blubbert hier drinnen. Ich hoffe, man kann es ein bisschen durchs Mikrofon hören und hat auch ordentlich Farbe gekriegt. Ich kann euch das immer zeigen. Wenn ihr es ein bisschen dunkler mögt, lasst ihn einfach ganz kurz länger drin oder wenn ihr eine Grillfunktion im Ofen habt, schaltet sie oben mit dazu. Mir reicht die Farbe so und ich werde jetzt auch nichts weiter tun, als diesen Auflauf noch ganz kurz warm zu stellen. Denn bei uns wird gleich Mittag gegessen. Das heißt, er kommt warm auf den Tisch. Und dann möchte ich mich für eure Aufmerksamkeit bedanken. Schaltet beim nächsten Mal ein, wenn Markus oder Daniel kochen. Und mit den Worten, macht's gut. Ciao. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr auch diese Folge mit uns gemeinsam gekocht habt, lasst uns doch gerne einen Daumen hoch da und teilt eure Gerichte auf euren Social Media Kanälen mit dem Hashtag jeder-kocht. Alle Folgen und Einkaufslisten findet ihr jetzt auch auf unserer Website jederkocht.de. Hier auf der rechten Seite könnt ihr noch auf unser neuestes Video klicken und darunter auf unser Logo, um diesen Kanal zu abonnieren. Wir wünschen euch einen guten Appetit und wie immer, macht's nicht gut, macht's lecker.